ist ja gar nicht mehr viel. Ist ja nichts mehr. Gucken wir mal, wie weit wir da einen Einblick haben. Gehen wir mal hier so lang. Ja, das Objekt kenne ich doch irgendwoher. Hier war ich vor, ja, so vor 2 Jahren schon mal. Da hatte ich aber Lost Place noch nicht so viel zu tun war. Und zwar war man auf einer Suche nach einer Location für ein paar normale Untersuchungen. Da ist man damals auch, bin ich damals auch schon nicht reingegangen, weil es auch zu kaputt war. Hier kleiner Schuppen. Hier. Schauen wir mal weiter. Also von ja so gut vor 2 Jahren bis jetzt hat sich das Objekt ganz schön verändern, beziehungsweise es ist mega zugewachsen. Kam damals noch relativ unproblematisch drauf. Beziehungsweise in den Keller, da man konnte in den Keller, man konnte sich dort ein bisschen was anschauen. Aber Keller war von hier auf der anderen Seite, aber wir versuchen es einfach mal. Wir gucken mal, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir natürlich. Ja, wie gesagt, das ist durch. Ja, und schaut euch mal den Boden dort an. Also, nee, das tun wir uns nicht an, wenn man sich auch das Dach mal so anschaut. Ich wäre gerne mit euch in diesen kleinen Keller gegangen. Es ist ja so zugewachsen. Das ist ja unglaublich. Genau da ist der. Boah. Hilfe. Autsch, autsch, autsch. Hier sind überall Stacheln. Seht ihr das? Ah.
Witzig, das sieht mal ganz anders aus. Da hat sich einiges getan, beziehungsweise hier stand meines Erachtens doch mal irgendwie ein Kinderwagen. Hier war so ein Regal. Ich pack da vielleicht mal ein paar Fotos irgendwo mit rein. Ein Fahrrad. Ja, hier von. Welche Werkzeugkisten? Ich pack da mal so ein, zwei Fotos mal mit rein. Gucken, ob ich die irgendwie verlinke oder so. Dass das hier damals ganz anders aussah. Und da oben. Ich zeige euch das nochmal. Da ist kein richtiges Durchkommen. Ja. Na gut, hier haben sich ein paar Leute mit gemütlich gemacht. Warum nicht? Warum nicht? Ne? Warum nicht? Wo soll die Jugend oder ranwachsen? Wo sollen die denn manchmal hin? Ne? Ach, guck mal, hier ist das nicht hier für Bierpong. Ja, können die eine richtige Weltmeisterschaft austragen. Ja, dann war es das, ne? Ja, guck mal. Mal wieder raus. Schau mal. Ob wir hier irgendwo wieder rauskommen. Ohne komplett zerschnitten zu sein. Und zerstacheln. Versuchen wir wieder auf den gleichen Weg wieder zurück. Ah, da ist nochmal das Objekt. Das ist ja total Schrott. Da riskiere ich auch nichts. Ich werde schon genug riskieren mit den ganzen Dornen da. Ich sehe aus und bitte zerplatzt. Ja, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, das zuzuschauen. War zwar jetzt nicht so riesig, die Location war nicht so viel zu sehen. Aber ich hoffe, es hat irgendwie doch Spaß gemacht. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.